Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Vicheros Tres oder Treus, ich weiß nicht genau. Wir sind momentan dabei, das letzte Schemata der Bärenrüstung zu finden. Ich hoffe, da kommen wir einigermaßen gut hin. Nee, jetzt müssen wir erstmal zum Schild, ne? Zum Ortsschild. Damit wir da ein bisschen schneller hinkommen. Ach, ist das schön. Ich mag. Ich guck dir das mal an. Ich weiß zwar nicht, wer die Fackel hier entzündet hat, aber es ist einfach traumhaft schön. Komm jetzt. Ja, ich mache ja schon. Gary, alte Socke. So, wir müssen dann da unten. Ja, Entschuldigung, der Weg ist besetzt. Ohne Pause bis jetzt. Denn ich war hier zuerst und ich gehe auch zuletzt. Oh, der Weg hört hier einfach auf. Das ist ja nicht so gut. Okay, ich pese mal querfeld ein. Ich hoffe, plötzlich haut ihr nirgends mit dem Kopf gegen. Hier geht ein Weg wieder weiter und wir müssen auch exakte Mundo hier lang. Zack. Huch. Hä, was war das denn gerade? Ich bin gerade schwimmend vom Pferd gestiegen. So. Und wir reisen schnell nach unten, nach Fyrisdal, denn da unten wartet das letzte Stück der Bärenrüstung auf uns. Da freue ich mich drauf. Und danach machen wir erstmal so zwei, drei Nebenquests. Mit der Hauptquest bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich Angst habe, dass die Hauptquest uns ein paar Nebenquests abwürgt, quasi. Ach, schön. Nachts kamen die Krieger aus Rombel. Die Männer hatten die Schwerter dabei. So, da hinten müssen wir rum. Na toll. Kann ich hier. Perfekt. Oh. Stimmt das? Er war ein blutjunger Bursch. Jünger als mein Erich. Das Gespräch haben wir schon verfolgt. So, ich laufe mal eben ganz kurz dorthin. Achso, ich hatte gerade eine Schatztruhe. Ich laufe mal eben ganz kurz dorthin, wo das Gasthaus einst war. Ich weiß gar nicht, warum das hier irgendwo. Warum das hier irgendwo in den Bergen ist, das weiß ich gar nicht. Irgendwo in den Bergen. Warum das hier so weit abgeschlagen ist von Fyrisdal. Wenn es doch das Fyrisdaler Gasthaus ist, verstehe ich nicht, warum das hier irgendwo im Wald ist. It's me, abermals a Rätsel. Oh, da fliegt was Schönes. Ach ja. Monsternest. Das sind aber ganz schön viele. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Sirene. Ich würde mal sagen. Na komm. Das waren jetzt plötzlich drei weniger. Ich hab. Irgendwie kämpft heute ganz komisch. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Wo ist denn das? Ah, da ist das Monsternest. Okay. Das heißt, da haben wir noch ein Sirenchen. Da flattert es noch. Verdammt, bist du hässlich. Aber Geralt, sag mir das doch nicht ins Gesicht. So. Was passiert eigentlich, wenn wir drauf stehen bleiben? Oh, guck mal, wer da hinten noch gespawnt ist. Wo ist die? Ah, toll. Huch. Ach. Da haben wir ja gleich zwei. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das müssten ja direkt zwei Fragezeichen gewesen sein. Einmal eine verlassene Stätte und einmal ein Monsternest. Und noch dazu eine Hauptquest. So lobe ich mir das. Und Geralt? Der freut sich wieder ganz unmerklich. Der sieht immer so zufrieden aus. Die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Ja, habe ich gern gemacht. War ein Versehen, aber okay. Da hinten das Boot würde ich auch gerne mal untersuchen. Komischerweise ist die Stätte laut Minimap noch nicht gereinigt. So. Muschel. Irgendwie ist das heute. In der heutigen Aufnahme ist das irgendwie merkwürdig. Manchmal zeigt die Icons da noch nicht so schnell an. Ich weiß gar nicht, was da los ist. So, und da haben wir wohl noch zwei. Tu nicht gute. Ah, wahrscheinlich im Keller des Gasthauses. Okay. Und ein Ortsschild haben wir hier auch. Sehr, sehr gut. Kommen wir denn da? Da ist eine Treppe. Oh.
So, immer drauf. Dachte, der eine hat noch überlebt, aber... So, Zwergenschnaps, da freue ich mich. Wo sind denn die Sachen von denen, die gedroppt haben? Wahrscheinlich oben. Ich weiß es gar nicht. Haftbefehl für Hexer Gerd. Na, sieh mal einer an. Da guckt man natürlich auch nochmal schnell rein. Der arme Gerd. Was für eine bepisste Königin waren das? Oh, wir haben zwei Haftbefehle. Okay. Notiz eines Gastwirks. Gastwirks. Und das letzte Schema. Das letzte Bärenschema. Juhu! Ich schaue nochmal ganz kurz in die Notiz des Gastwirtes. Ist die hier irgendwo? Geleitbrief. Hier ist irgendwie alles leer. Ach, weil die Quest wahrscheinlich zu Ende haben, ist das jetzt kein Questgegenstand mehr. Notizen eines Gastwirts. Die Sonne. Das war kurz vor Einbruch der Dämmerung. Dann taucht ein Hexer auf, dreckig und unrasiert. Der stank schlimmer als ein Fischer von Farö. Er fragte nach einem Zimmer und einem Kübel mit Wasser, damit er sich waschen konnte. Zuerst wollte ich ihn nicht aufnehmen, weil er einen blutdurchtränkten Sack mit sich trug. Aber dann stellte sich heraus, dass er sich hier mit Jorgen Eisenhand treffen wollte. Und Jorgens Freunde sind auch meine Freunde. Unleserlich? Die Sonne war schon lange untergegangen, als Jorgen auftauchte. Der Hexer gab ihm den Sack und wir alle erfuhren, warum er so schrecklich stank. Darin befand sich der Kopf einer Sirene. Jorgen hatte den Hexer beauftragt, sie zur Strecke zu bringen, nachdem sie einige Leute in einer Höhle im Nordwesten von Spiekeroog angefallen hatte. Die Sirene tot zu sehen, sorgte für gute Stimmung bei den Leuten. Und Jorgen gab vor Freude die ein oder andere Runde aus. Fand ich gut. Der Hexer lehnte zunächst ab und sagte, dass er sich um eine Striege kümmern müsse, die in irgendeiner Ruine einer alten Festung im Norden der Insel ihr Unwesen trieb. Aber am Ende gab er nach. Jorgen kann man schließlich nichts abschlagen. Unleserlich? Habe an dem Tag einen Haufen Geld verdient, da bei Sonnenaufgang waren noch immer alle da. Der Hexer betrank sich mit Jorgen und erzählte Geschichten. Und irgendwann spielten wir ein paar Runden Gewinn. Dieser Gerd mag ein erstklassiger Kämpfer sein, aber vom Kartenspielen hat er keinen blassen Schimmer. Er hat die Hälfte seiner Belohnung für die Sirene an mich verloren und die andere Hälfte versoffen. Und um das Geld zurückzugewinnen, setzt er ein Schema für irgendein Stahlschwert ein. In meinen Augen ist das nur ein Haufen Schrott, aber was soll's. Manchmal ist Sportlichkeit und Kameradschaft wichtiger. Also nahm ich an. Na, so ein Glück für uns. Quest aktualisiert und... neues Schema. Und... Quest abgeschlossen. Juhu! Jetzt müssen wir nur noch herstellen lassen und dann wahrscheinlich verbessern, weil die nicht so gut ist wie unsere Rüstung. Kann ich mir vorstellen. Ich gehe trotzdem nochmal die Räume ab. Würde mich wundern, wenn hier noch Sachen übrig sind. Das wurde bestimmt schon alles ausgeplündert hier. Wie man hier einfach durch die Bretter laufen kann, ist mir ein Rätsel. Aber natürlich auch, wie die Sachen hier oben gelandet sind von den Geistern. Aber na gut, das sind natürlich Geisterkram. Da verstehen wir sterblich nichts von. Das ist kein Bug, das ist Geisterkram. So, da ist das andere. Das wollte ich mir auch nochmal holen. Zack. Und schon haben wir hier alles gelöst. Drei auf einen Streich, nicht schlecht. So, quatschen können wir hier eh mit niemandem. Was ist denn hier mit der Stätte, sag mal? Warum ist denn die nicht... Da ist noch irgendwas drin. Ein Brief. Familienglück, lies den zerlesenen Brief. War das Brief? Fiale, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Das Schiff deines Vaters ist vor der Südküste von Artskellig gesunken. Soweit bekannt ist, gab es keine Überlebenden. Es wurden nur wenige Leichen geborgen. Sie waren bereits blau angelaufen und aufgebläht. Ich konnte nur Jovik anhand seines Tattoos erkennen. Ich tue mein Bestes, um die Leiche so gut es geht für das Begräbnis vorzubereiten, aber sei gewarnt. Es wird kein schöner Anblick. Ich weiß, was an Bord dieses Schiffs war. Es war alles, was du hattest. Wenn du dir also etwas Geld leihen willst, schreib mir bitte. Dein Vater und ich waren blutsgebunden. Ich werde dir immer zur Seite stehen. Valind. Finde den Schatz im Schiffswrack mit Hilfe deiner Hexersinne. Das machen wir natürlich auch gleich. Ach, das ist jetzt noch ein Fragezeichen. Das gibt's doch nicht. Haben wir ja vier auf einen Streich. Was ist das da? Ein Skelett? Huch.
Ja, ein bisschen Kohle hier von umliegenden Skeletten kann man immer mitnehmen. Das Langschwert lasse ich hier mal. Finde das Wrack. Finde den Schatz im Schiffswrack. Das wird das das Schiffswrack da hinten sein irgendwo? Das da? Also ich schwimme noch mal kurz rüber, ne? So, mal gucken, ob wir das da finden können. Ob das richtige Wrack ist überhaupt. Ach, natürlich haben wir da wieder Besuch. Ich kann schon wieder nicht tauchen. Ich kann schon wieder nicht tauchen. Kann ich hier hoch? So, zack. Kann ich wenigstens hier erledigen? Okay. Könnte ich vielleicht, wenn ich es könnte. Scheiße. Kann ich mal ganz kurz die Waffe wegstecken? Ich glaube, ich muss eh nach unten. Das ist jetzt aber ungünstig, das mit dem nicht tauchen können. Wir hätten die eigentlich easy, ganz easy peasy erledigen können. Was ist das Kacke hier? Eigentlich hätten wir die unter Wasser einfach abschießen können. Ganz billig. So, die haben wir. Die haben wir. Das war's? Das war's. Wie doof, dass man manchmal nicht schwimmen kann. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Bevor ich hier ein Wrack untersuche, aus der Erfahrung heraus, mal eben speichern. So, hier durch sehe ich auch gar nichts. Ach, jetzt kann ich auch mal... Na toll. So. Familienglück. Haben wir abgeschlossen? Schade. Ich dachte, ich kann noch die Dame besuchen, der die Sachen gehören und das ein bisschen was zurückbringen, aber offenbar ist das so nicht geplant. Schwimme ich hier richtig? Okay, hier kann ich mit der Kamera nicht rumfahren, weil ich sonst die Richtung ändere. Das ist das Ding, was wir befreit haben hier hinten, ne? Wir haben aber einfach mal 4 Sachen auf einmal gemacht. Das ist echt kein schlechter Schnitt. Muss ich zugeben. Jetzt haben wir auch alles hingekriegt. Monsternest, lalala, Befreiungsding. Und wir haben hier noch ein Ortsschild. Die Frage ist natürlich, wo wir jetzt als nächstes hindüsen. Ja! Achso, das wollte ich gar nicht. Ja, das wissen wir doch. Ja, das haben wir doch, das wissen wir doch. So, übrigens ist, ich habe auch eine Mod, mit der hier erstmal alles zugeklappt ist, bis auf das erste, ist hier alles zugeklappt, damit das einfacher, übersichtlicher ist. Das ist eine ganz simple Mod, aber doch sehr hilfreich bei den Menüs oder gerade bei den ewig langen Listen. Eigentlich wollte ich ja hier hin. Dann reiten wir erstmal dahin, zum Echo der Vergangenheit. Machen wir das eben. Dann gehen wir die Hauptquest ein bisschen weiter. Oh, da ist ein Fragezeichen. Ja, ich höre schon auf. Ich würde sagen von hier aus, ne? Oder vielleicht von der verlassenen Sägemühle. Da sind wir ein bisschen näher dran. Die Wege sind da eh kreuz und quer. Ach, hier ist das. Ja, ja, ja. Da mussten wir ja freikämpfen. So, bis 5 Uhr. So. Bisschen Tageslicht kann nicht schaden. Bisschen Plötze kann nicht schaden.
von diesem verwunschenen Ort. Komm schon. Nee, bleib mal weg. Diese fetten Viecher überall, die tauchen jetzt überall im Wald auf. Ich weiß aber nicht, ob es weniger werden, wenn wir die eindämmen. Ich glaube ja nicht. Okay. Erst ging es nach rechts, jetzt geht es nach links. Ich guck nochmal ganz kurz. Wir müssen offenbar nach links. So. Ein Druidenlager. Verrückt, sag ich. Vielleicht, aber ich habe einen triftigen Grund. Ich habe seit langem. Siri ist mir auch wichtig, das weißt du sehr gut. Verdammt nochmal. Aber die Maske des Ouroboros ist kein Spielzeug. Hast du überhaupt eine Ahnung, was passieren kann, wenn du die Maske benutzt? Welche Konsequenzen es haben könnte? Nein, du aber auch nicht. Also keine Panik. Huch, ich wollte das Fragezeichen machen. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut, sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen, ich habe mir nur etwas geborgt und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig! Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos! Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Ja, worum geht's? Wir wissen natürlich, worum es geht. Also, ich kann jetzt nahtlos im Kopf wieder anschließen, aber ja. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Zitat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Okay, und ich will beides fragen tatsächlich. Wurde sie schon einmal benutzt, ist eine doofe Frage, weil dann würde sie ja jetzt nicht mehr funktionieren. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Jordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Wir haben Krachs Erlaubnis, versetzt sie in Jens Lage. Sie hat es für Ciri getan. Diebstahl oder nicht, Krach hat uns freie Hand gelassen. Erstens, dies sind zwar seine Inseln, aber wir Druiden passen auf, dass hier keine fremde Magie Einzug hält. Zweitens, nach dem Kataklysmus hat Krach uns um Hilfe gebeten und uns diese Gegend anvertraut. Drittens, was? Was war das? Yennefer. Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Schnell! Ein Sturm. Verdammt! Wir müssen die Maske neutralisieren, ihre Macht zum Schweigen bringen. Ist das überhaupt noch möglich? Ist das Yola? Huch! Was passiert hier gerade? Sprich mit Yennefer, okay. Hey, da war gerade ein Händler. Na toll. Oh weh. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind.
Die Macht der Maske hat sie beschworen. Einen einzigen? Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück! Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Hm. Nun, gehen wir. Hier entlang. Da ist die erste Stelle. Questgegenstände. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du im Inventar an der richtigen Stelle platzierst, dann schnell so aus und wieder drücke, um einen Gegenstand zu verwenden. Okay, wir müssen also die Maske wahrscheinlich statt der Lampe. Ach, haben wir schon. Maske des Uroboros. So, dann würde ich sagen, hier ist die auch schon ausgewählt. Wir folgen Yennefer mal. Oh, das sieht aber nicht gut aus da hinten. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Halte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Ja, komm ran, Schwester. Das habe ich bei Brenner gelernt. Alter, ich komme nicht durch. Leg die Maske an. Natürlich, aber erstmal ganz kurz einen nebligen Zahn. Explosion! So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Ich hoffe nur, die hat nicht zig Unschuldige getötet dabei. Ja, Teamwork. Okay, können wir weiter? Sieht schön aus hier. Bereit? Benutze die Maske. Natürlich, immer mit diesen komischen blauen Punkten. Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche, es herauszufinden. Komm! Okay. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich glaube, es hackt, hier einfach genau neben uns aufzutauchen. Huch, wer hat denn hier geschrien? Wo kam der Schrei eben her? Eieiei, Ciri, Ciri, was hast du getan? Und sie kann ihre Kräfte immer noch nicht kontrollieren. Außer wenn wir sie spielen, dann kann sie perfekt kontrollieren, aber hier offenbar nicht. Leg die Maske an. Ja, ich mach ja schon. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Jetzt bin ich gespannt. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten.
Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Was Krach wohl dazu sagen wird. Er wollte uns helfen, der Krach. Ja, außerdem ist ja wirklich nichts passiert. Reg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Aber wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du... Mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Ja, wir müssen noch einer weiteren Spur nachgehen. Wir haben natürlich was rausgefunden. Aber ich weiß nicht, ob ich den Moissac aufklären möchte, denn ich kenne den Moissac nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob dem zu trauen ist. Ich weiß von dem so wenig. Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. So, Suche nach einer Leiche. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Geralt, schicke dich zur Seite. Ich lasse das Ding sonst auf deinen Kopf fallen. Eieieiei. Der sieht ja übel aus. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Mist. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Ob ich das hätte verraten dürfen mit dem älteren Blut, das ist ja eigentlich das Top-Geheimnis. Eigentlich hätte ich das gar nicht... Ach, naja. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Art Skellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Wir sehen uns dort. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Ja, da waren wir jetzt trotzdem auf den Spuren von Ciri. Eigentlich
wollte ich ja die Nebenquests jetzt weitermachen, aber dann dachte ich mir, ach komm, dann machst du nochmal die Hauptquests ein bisschen weiter. Und erstens haben wir sowieso heute ganz viele Nebenquests auf einen Streich erledigt. Irgendwie vier, zack, waren einfach mal vorbei. Und dann haben wir heute noch eine Spur von Ciri nach Velen gefunden. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück nach Velen. Erstmal nach Hindersfall natürlich, aber ich glaube, wir müssen früher oder später bestimmt zurück nach Velen. Das heißt, das Spiel führt uns tatsächlich auch wieder zurück aus den Orten. Nicht immer nur vorwärts, sondern auch nochmal zurück. Ich bin gespannt, wo wir da letzten Endes landen und warum wir die beim ersten Mal natürlich nicht gefunden hatten. Ich frage mich, was da geschehen ist, und wir werden uns früher oder später mit Sicherheit auch der wilden Jagd stellen müssen. Ich hoffe nur, bis dahin sind wir vorbereitet. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Fragezeichen abklappern, um Rüstung... Aua, aua, nicht hauen, aua, aua. Nein, war ein Spaß. Wir werden bis dann noch ein bisschen leveln. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Nebenquests machen und natürlich auch mit der Hauptquest etwas fortfahren. Aber wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wir dann Sachen hinter uns lassen oder so weit zu schnell fortfahren und dabei Sachen vielleicht abschließen, die wir nicht abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Nebenquests unzugänglich machen, sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Ja, in der nächsten Folge düsen wir mal nach Jindersfall. Bin ich gespannt drauf. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.